unserer Tech Talk Session. Wir haben jetzt gleich 7 10-minütige Speed Insights in verschiedene Themen. Ja, die werden jetzt hintereinander hier präsentieren. Leider gibt es nicht sehr viel Zeit für Fragen. Das heißt, die werden dann immer auch ansagen, wo sie dann noch zu finden sind. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie dann jederzeit später noch mal auf die Redner zukommen. Als erstes freue ich mich, Herrn Joachim Schier begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer von SteelWrist Deutschland GmbH. Und er spricht über OpenS und MIG 4.0, Kundennutzen durch offene Schnittstellen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. 90% aller Unternehmen sind abhängig von einem Lieferanten. Diese Aussage gilt nicht nur für Hersteller und für Baumaschinenhändler. Nein, die Aussage, die gilt auch und ganz besonders für die Endkunden, die Bauunternehmer. Kurze Ansage, ich sehe hier keine Folien auf dem Bildschirm. Können wir das? Entschuldigung, ja. Danke. Danke. Was eine Lieferantenabhängigkeit bedeutet, haben wir im vergangenen Jahr, glaube ich, recht deutlich erlebt bei dem Thema Energieversorgung in Deutschland. Und wir haben alle leidvoll erfahren müssen, was es bedeutet, auch kostenmäßig bedeutet, sich aus einer Lieferantenabhängigkeit loszulösen. OpenS und MIG 4.0, Kundennutzen durch offene Schnittstellen, das ist mein Thema heute für Sie. Wie gesagt, mein Name ist Joachim Schier, ich bin Geschäftsführer der SteelWrist Deutschland GmbH und genau an dieser Stelle habe ich vor einigen Jahren einem Vortrag beiwohnen dürfen eines Vertreters eines großen Bauunternehmens, der hier berichtet hat über ihre Suche nach einem Flottenmanagementsystem, das herstellerunabhängig und maschinentypunabhängig funktioniert. Die Suche wurde letztendlich eingestellt, aufgrund von Kompatibilitätsproblemen wurde kein passendes System gefunden. Und dieses Unternehmen hat sich dann dazu entschieden, zusammen mit einem externen Partner ein eigenes System zu entwickeln. Eigentlich ein Armutszeugnis an die Hersteller, finden Sie nicht? Und dieser Vortrag war die Initialzündung im Grunde für mich, mich mehr mit dem Thema offene Schnittstellen zu beschäftigen und haben mich dazu veranlasst, hier auch darüber zu referieren. Und in meinem Vortrag möchte ich Sie alle dazu aufrufen und auffordern, umzudenken, nachzudenken, Ihre Lieferantensituation wirklich kritisch und objektiv mit Ihren Fachabteilungen zusammen zu analysieren, damit Sie sich entweder aus einer gegebenenfalls vorhandenen Lieferantenabhängigkeit lösen können oder, was noch viel besser ist, erst gar nicht in eine Abhängigkeit kommen. Und diese Aussage, die gilt explizit auch für die Bauunternehmen, die sagen, wieso soll ich das machen? Ich bin zufrieden mit meinem Lieferanten, das Produkt funktioniert tadellos. Ja, das mag sicherlich sein, unabhängig davon ist die Lieferantenabhängigkeit trotzdem da. Und ich kann Ihnen versichern, eine Abhängigkeit, eine Kundenbeziehung über eine Monopolstellung hilft nur einem. Und das ist der Monopolist an der Stelle. Ich werde Ihnen aufzeigen, wie sich die Situation heute darstellt. Ich werde Ihnen Möglichkeiten oder Alternativen zeigen und ich werde Ihnen Wege aus der Abhängigkeit zeigen. Und darum geht es, die Schnittstelle zwischen Trägergerät und Anbauwerkzeug. Ich werde häufig gefragt, wie die Kompatibilitätssituation aussieht zwischen verschiedenen Trägergeräten, zwischen verschiedenen Anbauwerkzeugen, wenn es um Maschinensteuerungen geht, Tiltrotatoren, mechanischen, hydraulischen Anbauwerkzeugen etc. Und an dem Punkt zeigt sich immer wieder, wie groß die Unsicherheit auf der Kundenseite, auf der Bauunternehmerseite ist. Und gleichzeitig, wenn die Produkte dann geliefert worden sind und die passen nicht zusammen, ist die Enttäuschung und der Ärger natürlich massiv, weil es irgendwelche Inkompatibilitäten gibt auf der mechanischen, auf der elektrischen oder auch auf der hydraulischen Seite. Dagegen sind die Anforderungen der Bauunternehmen relativ einfach an der Stelle oder relativ klar. Einfach muss es sein. Sie wollen nicht nachdenken müssen bei der Wahl der Schnittstelle. Der zweite Punkt ist, alles soll herstellerübergreifend funktionieren. Das bedeutet, besonders bei Betreibern von Mischflotten oder bei Unternehmen, die viele Produkte zumieten, dass die Produkte einfach miteinander kombinierbar sein müssen. Und als letzten Punkt, als sehr wichtigen Punkt, das Thema CE-Konformität und das Thema Gewährleistung.
Alle Unternehmen wollen sicher sein, dass die CE-Konformität, dass die Gewährleistung sichergestellt ist und alle wollen sich auf rechtssicherem Terrain bewegen. Das ist essentiell wichtig. Alle drei Spieler im Markt haben natürlich gemeinsame Interessen und gemeinsame Ziele. Da ist zum einen natürlich die Sicherheit auf der Baustelle. Alle wollen, dass sie das beste und das neueste Sicherheitssystem verwenden. Des Weiteren ist es natürlich Gebot der Zeit, effizienter zu arbeiten, Abläufe zu verbessern, damit am Ende die Baustelle schneller abgearbeitet werden kann. Und am Ende des Tages für alle natürlich ein riesiges Thema, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Umweltschutz. Und dort geht es darum, aus diesen drei Bausteinen den besten Weg zu finden, um dann wirklich schlussendlich noch wirtschaftlicher zu arbeiten. Darum geht das. Die Anforderungen sind klar, aber auf der Angebotsseite ist eine recht heterogene Struktur. Ich habe das hier überschrieben mit dem Titel Die Qual der Wahl. Natürlich gibt es verschiedenste Anbieter für die verschiedensten Systeme und der Bauunternehmer, der Endkunde hat natürlich Bedarf nach verschiedenen Systemen. Und bei der, wie geht der Kunde dann vor bei der Informationsbeschaffung? Er schaut sich beim Nachbarn um, wie funktioniert das bei dir? Er recherchiert im Internet und denkt sich, er findet dort vielleicht eine gute Lösung. Natürlich geht er auch zum Händler seines Vertrauens und sagt, du, biete mir mal bitte eine Lösung für mein Problem an. Oder im einfachsten Falle verwendet er einfach die Lösung, die er bereits heute schon hat. Bei dieser ganzen Informationsbeschaffung, in diesem Prozess, geht oft das Thema Wahl der Schnittstelle, die Frage der Kompatibilität, geht dort oft etwas unter. Und daraus können sich große Probleme resultieren. Und zwar, dass er Risiken nicht im Internet findet oder keiner ihn darüber informiert. Und am Ende des Tages kann das wirtschaftliche Konsequenzen haben. Es kann zu Kompatibilitätseinschränkungen kommen und eben das Thema, er kann in eine starke und ungewollte Abhängigkeit zu einem Lieferanten kommen. Aus dieser Abhängigkeit gibt es aktuell, möchte ich Ihnen zwei Punkte vorstellen. Einmal das Thema OpenS. OpenS, was steht dahinter? Es ist eine Organisation, die 2020 gegründet wurde als Zusammenschluss verschiedener Schnellwechslerhersteller. Und diese Schnellwechslerhersteller hatten oder haben ein ganz einfaches Ziel. Völlig simpel, den Kundennutzen wollen diese Unternehmen erhöhen. Und wie wollen sie das machen? Ganz einfach, indem sie die Schnellwechsler und die Anbaugeräte so konzipieren, dass sie herstellerunabhängig und maschinentypunabhängig untereinander kompatibel sind. Das müssen Sie sich einmal überlegen. Da sind verschiedene Hersteller aus dem gleichen Metier, die sich zusammenschließen und sagen, wir wollen gemeinsam an einem Strang ziehen, um hier eine gemeinsame Schnittstelle zu definieren und es herrscht kein äußerer rechtlicher oder technischer, keine technische Forderung danach. Und dadurch, durch diese offene Schnittstelle, dadurch kann man Kundennutzen generieren. Aber was bedeutet das für den Kunden eigentlich? Wo steht der Nutzer da überhaupt? Der Kunde entscheidet sich nur für eine Schnittstelle und nicht für einen Hersteller. Der Kunde kann die Produkte unterschiedlichster Hersteller miteinander kombinieren, ohne Einschränkungen auf Seiten der Funktionalität, der Kompatibilität oder der CE-Konformität. Und das ist entsprechend wichtig, dass er sich für seine beste Lösung entscheiden kann. Der zweite Punkt an der Stelle ist, wenn es um das Thema Loslösung aus der Abhängigkeit geht, das Thema MIG 4.0. Machines in Construction 4.0, eine Arbeitsgruppe unter dem Dach des VDMA, gegründet 2019. Mittlerweile sind mehr als 100 Unternehmen an dieser MIG 4.0 Arbeitsgruppe beteiligt aus 7 Ländern. Und hier geht es auch um eine offene Schnittstelle, diesmal allerdings auf der digitalen Seite. Es werden dort in dieser Arbeitsgruppe werden eben die Schnittstellen zwischen Anbaugerät und Trägergerät festgelegt, um eben dort einen problemlosen Datenaustausch zwischen den einzelnen Produkten zu gewährleisten. Jetzt kann man sich an der Stelle ein paar Fragen stellen. Zwei stelle ich mir selber oder stelle ich Ihnen. Einmal, wieso engagiert sich Steelrist so stark bei dem Thema offene Schnittstelle? Nun, das ist relativ einfach. Wir wollen, wie ich eben gesagt habe, zusammen mit anderen Unternehmen dort aus der Branche an einem Strang ziehen und versuchen, dort den Kundennutzen nach vorne zu stellen. Wir wollen gemeinsam das Ziel erreichen.
Und wir sind der festen Überzeugung, dass Kunden genau sehen und einschätzen können, wer setzt sich für ihre Belange ein, hat den Kundennutzen im Blick oder wer hat eher die herstellerspezifischen Vorteile im Blick. Und die zweite Frage ist, warum machen nicht alle Unternehmen, die bei MIG 4.0 dabei sind, auch bei OpenS mit? Wir von Steelrest sehen hier nochmal den Kundennutzen, aber auch den globalen Ansatz in diesem Spiel und sind deshalb der Meinung, dass wir das auf beiden Ebenen nach vorne bringen müssen. Das ist die logische Herangehensweise für uns. Andere Unternehmen gehen da eher selektiv vor und deshalb möchte ich Sie bitten, dort auch wirklich zu schauen, welche Anbieter welchen Ansatz verfolgen, eher selektiv oder eher integrativ. Und ich möchte Sie hier auch tatsächlich aufrufen und bitten, an diesen Initiativen mitzumachen, um den Kundennutzen zu erhöhen, um offene Schnittstellen nach vorne zu bringen. So, und abschließend möchte ich eben hier an der Stelle nochmal, wie eben schon getan, den Aufruf starten. Lassen Sie es nicht durch die Hintertür in eine Lieferantenabhängigkeit bringen, aus der Sie nur sehr schwer und sehr teuer wieder rauskommen. Analysieren Sie diese Informationen kritisch und objektiv mit Ihren Fachabteilungen, damit Sie keine Abhängigkeit akzeptieren. Und erkennen Sie und nutzen Sie die Alternativen, die es heute schon gibt. Die beiden wichtigsten, OpenS und MIG 4.0, habe ich Ihnen gerade vorgestellt. Und entscheiden Sie, bevor andere für Sie entscheiden, behalten Sie das Heft des Handelns in der Hand und nicht der Lieferant. Und mit dieser Folie hier möchte ich jetzt schließen. Werden Sie unabhängig an der Stelle, befreien Sie sich aus der Abhängigkeit und engagieren Sie sich bei den Arbeitsgruppen OpenS und MIG 4.0. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.